Oh Gott, ich glaube, ich hätte nichts machen können. Ihh, jetzt haben die die zerrissen. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Outlast 2. Ja, neue Session. Und ich habe es jetzt ein paar Tage nicht gespielt und dann ist das immer besonders aufregend. So, weil man weiß ja, im Verlauf des Spiels wird es nicht einfacher. Ich glaube, wir sind mit Blake gerade in der letzten Folge 5 Stunden vor der alten Spitzhacken-Omi weggerannt, weil ich hier nie diesen Wagen da nicht gesehen habe. Ich mach mal noch mal kurz auf Päusken. Ja, diesen Heuwagen, den ich hätte schieben können, habe ich nicht gesehen. Somit habe ich die Hälfte der Folge damit verbracht, eben vor der Alten da wegzurennen, Batterien zu verbraten und so weiter. So, wir sind aber dann doch weitergekommen und sind jetzt auf dem Weg zur Kapelle. Ja. Oh Mann, und es ist wieder arschstark hier. Arschstark. Boah, dieses Geräusch, ne? Was ist denn hier? War ich hier schon? Boah, was für Geräusche. Ja, die Frage ist ja, war ich hier schon? Mit Sicherheit war ich hier schon. Da liegt Zettel. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir den schon hatten. Ich gucke da nochmal. Hallo? Achso, ich muss die Cam nehmen. Diese Knochen tragen die Sünde Kains. Ruhe in der Erde, bis du auferstehst. O Zion, O Zion. Ich hab das bestimmt schon. Chapel's gotta be close. Ja, lass mich mal reingucken hier. Ja, gut. Dann gucke ich jetzt nicht nochmal extra hin. Gehe zur Kapelle. Liegt hier noch mal ein Batteriechen vielleicht rum? Das wäre ja ziemlich geil, ne? Ja, doch, ich war hier schon. Das ist nämlich dieser Friedhof mit den drei Gräbern. 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 Ist hier gegenüber noch was? Die Glocke hat gebimmelt. Oh Gott, ey. Ja, beim letzten Mal habe ich schon gesagt, das ist so ein richtig, richtig fettgeiles Bild. Ich finde das richtig fettgeil. Also, das gefällt mir gut. Ach, nee. Ja, das wird nicht lustig hier. Glaube ich nicht. Und die Musik hier und die Musik. Habe ich eigentlich, ich muss mal kurz, ja, Zeit gucken. Alles klar, Leute, dann. Oh Gott. Hier schreit schon wieder einer rum. Was haben wir? An den Pfarrerpropheten Sullivan Knot von Latro Dyren, niedergeschrieben von Nico Tremblay. Danke für die Pfoten deiner Evangelien. Okay. Oh Gott, wer stöhnt denn da? Das ist doch wieder ekelhaft. Ich will das gar nicht wissen, was da wieder ist. Oh Gott, da ist einer festgebunden. Ja, sicher. Hier, guck mal. Oh nee. Oh Gott, hat der was auf der Brust stehen? Oh nee. Ich will da gar nicht rein. Ich will das nicht. Das will ich nicht. Oh Mann. Das geht dann nie im Leben gut. Rückwärts. Hallo. Genau, ich verstecke mich jetzt mal im Beichtstuhl. Ich wollte eigentlich mal gucken, wie viele Batterien ich noch habe.
Und dann nur noch eine, oh Gott. Tja, mach doch noch lauter die Türen auf und so. Scheiße, ey, guck dir das mal an. Ist schon wieder voll die Foltergeräte hier. Oh Mensch. My name's Blake. Schrei doch nicht so. The father. I'm not anybody's father. I just killed me. Judas. You have to kill me. Du musst mich töten. Noth is coming back. Nein. With Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. Ich versteck mich doch mal. Was? We found her, Susanna. Time to flee amongst the skull. Not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. Scheiße. Mary! Oh, du Scheiße. Answer your yoke, mate, honey. He can't see you. Was mache ich denn jetzt hier? Josiah, please, tell him I don't... Let her go. Oh God, Mary, I'm sorry. I didn't want... Was machen die denn jetzt da? God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Where is she? Where did Val take her? I can't. This is for you, Josiah. Make the woman scream. Du Kacke. Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist. Was soll ich denn jetzt machen? Scheiße. Ich hab ja nichts, womit ich mich wehren kann. Oh. Tell Josiah to make it stop. God in God ears for simple laws. Stop. Oh, God, please! Where is the woman? Where did Val take her? Stop! Stop! I'll tell you! Scheiße! Ich weiß nicht, was ich machen soll. I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? The mines. Up the mountain. Val has her in the mines. You'll never get her back! Not before the birth! We are the hands of the Lord. We cannot fail. The world dies screaming. Thank you, Zero. Your God and all this American smoke. We'll give the woman rest. Ach du Scheiße. Ih, guck mal da. Oh Gott, ich glaube, ich hätte nichts machen können. Ih, jetzt haben die zerrissen. Oh Gott. Ach du Scheiße. The mines. Where the fuck are the mines? Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott. Ja, sorry Leute, aber ich glaube nicht, dass man da hätte was machen können. Oh mein Gott. They always hurt women to punish men. It's sick. Ja. It's cowardly. In der Tat. Okay. Finde einen Weg zur Mine.
Hä? Ich komme hier nicht raus. Also ich komme hier gerade nicht raus. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass ich hier nicht raus soll oder was. Weil er ist ja gerade noch sehr angespannt, der Typ hier. Ich komme hier nicht raus gerade. Nö. Ich... Hä? Verstehe ich gerade nicht. Oh. Okay. Das ist echt der Hammer hier, ne? Ey, die haben die echt zu Tode gestreckt. Ih, guck dir das mal an hier. Boah, ey, wie eklig. Boah. Boah. Und hier, das habe ich noch gesehen, wie das gerissen ist, ey. Bah. Nee, also das ist schon echt heftig. Kacke. Was ist denn das für Geräusche hier? Ist ja die Frage, ob ich überhaupt hier lang muss, ne? Na, hier muss ich nicht lang. Hier ist zu. Oh ne, ey, Leute, das ist richtig, richtig ekelig. Mach ich eigentlich die Fußspur, wenn ich hier durchlatsche? Ne, ich bin jetzt... Boah, diese Geräusche hier. Ach, jetzt geht das wieder los, ey. Okay. Jetzt geht das wieder los. Scheiße! Was mach ich? Oh Gott, ey. Ich schwöre euch, ich kann den ganzen Weg da wieder lang rennen. Ja. Wenn ich nur die Tür hinter mir jetzt ordentlich zumachen könnte, ne? Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Okay, ich habe meine Tür hinter mir zugekriegt. Ist ja unglaublich. Scheiße, und nu? Ja, hier nicht. Na, hier liegt erstmal noch eine Batterie. Aber wohin? Jetzt stehe ich hier auf dem Türmchen. Das ist ja schön. Okay. Da müssen wir jetzt mal in Ruhe gucken, wo es jetzt hingeht. Ist halt alles wieder aufregend hier. Ja, hier ja wahrscheinlich nicht. Nee. Kann mir nicht vorstellen. Hä? Bin ich jetzt hier gefangen oder was? Das ist ja schön.
Kacke. Hm? Was soll ich denn jetzt hier machen? Hallo? Hä? Da an Seile hängen kann ich mich ja hier nicht. Ah, okay. Doch hier runter, ja. Mhm. Ich will das alles gar nicht, ey. Aua, hier sind Kakteen. Och, ist das wieder schön dunkel. Ist das wieder schön dunkel. Steht da jemand? Nee, das ist die Statue. Och, leck mich doch. Ich will das hier alles nicht. Huch. Ich vergesse dann auch manchmal zurück zu zoomen, ne? Oh, ich hasse das eigentlich, ne? Was? Wer singt denn da? Ich will nicht, dass jemand singt. Ach du Scheiße. Ist das eklig. Ey, seid doch alle ganz undicht hier, ey. Sag mal, hast du sie noch alle, ey? Komm, mach mal zu, ey. Die Alte hat sie da nicht alle. Hört die auch auf zu singen. Okay. Scheiße. Ja, komm. Kacke! Und nu? Ich bin gar nicht hier. Ich weiß nicht wohin, verdammte Scheiße, schon wieder. Ist ja alles zu wieder. Kacke. Die haben mich schon wieder entdeckt. Ich habe auch wieder keine Ahnung, wo es jetzt wieder hingeht. Hey, Leute. Oh Mann, ey, guck dir die Bekloppten an. Jetzt gehe ich wieder ins Maisfeld, 100 Pro. Und der Sänger da mit dem Messer ist auch schon wieder da. Ey, ich bin so angespannt. Ist hier eine Tür, wo ich rein kann vielleicht? Nee. Leck mich am Arsch. Scheiße. Ugh.
Kacke, kacke, kacke. There's gotta be a way to stop the wheel. Das Rad müssen wir jetzt aufhalten. Oh Gott. Nee, leck mich am Arsch. Ich will da nichts aufhalten. Boah, guck mal hier, ey. Okay, hier liegt was. Wohin damit? Oh ne, Leute, ehrlich, heute geht gar nicht. Heute ist nicht gut hier. Was mache ich denn jetzt damit? Das ist kein Mensch, ne? Aua! Ey! Hallo! Wings, Charles, please set her all even inside. Aua! Irgendwie... Ist halt aber ganz schön schwer. Habe ich jetzt die Kurbel? Das weiß ja keiner. Wahrscheinlich habe ich die. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier wieder ist. Ach, hier kommt die rein. Okay. That should do the trick. Ja, und nun? Oh Mann, ey. Das ist ja alles schön und gut, aber ich habe wieder keine Ahnung. Wohin und wo, was überhaupt? Angel of God! My thirsty eyes cast back in unworthy ghost! The newest! Hau ab! Ich muss hier durch! Mano. Wenn ich nur besser orientiert wäre, ne? Jetzt ist das Zeug da noch an. Ich muss hier raus. Das habe ich verstanden. Ich muss dann mit dem... Ja, sicher. Ich muss mit dem Teil hier hoch. Auch alles klar. Damit das Ding aufhört. Aber wo muss ich dann hin? That should do the trick. Wo muss ich dann hin? Now it's unbearable, the man. Ich weiß nicht wohin. Kann er jetzt hier nicht durchs Maisfeld irren, wie bekloppt? Also kann er jetzt schon wieder nicht. Stöhn. Ich habe keine Ahnung wohin.
Ich dachte, wüsste, dann wäre das besser. Rababa, ja. Okay, das ist bestimmt nicht der richtige Weg hier. Komm, nützt ja nichts. Das heißt, wir gehen nochmal zurück. Aber wohin? Also hier ist ja nicht richtig, hier ist nichts. Oh, diese Frage, wohin, die stellt sich auch ständig bei mir, ey. Ist hier noch ein Loch im Zaun? Nee. Okay, hier ist jetzt gerade keiner. Scheiße, ich weiß nicht wohin. Ich rede gerade total wenig, ne? Ja, das Problem ist, ich weiß wieder nicht wohin. Aua! Boah, der schlägt ja zu, hör mal, wie... Wer weiß wer. Genau. Dasselbe, ey. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Haut doch alle ab. Und in den Tod gestürzt. Ja, ich weiß doch nicht, wohin. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich mit dieser Kurbel da unterwegs bin. So, kann ich das auch zumachen hier eigentlich? Ja, das ist cool. Wir machen jetzt mal zu hier. Die machen wir auch mal zu. Und die machen wir jetzt mal auf. Oh. Und dann kommen die nämlich. Die haben nämlich jetzt die Tür eingetreten, die Säcke. Glaube ich. So. Jetzt drehe ich das zu. Was bringt das? That should do the trick. Ja, das sollte klappen, aber was genau? Wer quatscht eigentlich da? Ach du Scheiße, da unten. Das ist einer von den Typen. Aber was soll ich hier machen? Was soll ich hier machen? Aua! Thou art barren, embarrassed not, but thou shalt conceive. Nee. Ich habe keinen Plan. Da muss ich auch einfach wieder zurück oder so? Oder hier hin? Oder ich weiß es halt nicht.
place to kill us. Jetzt liege ich hier unter dem Rad. Auch schön. Vielleicht ist hier irgendwas. Vielleicht muss ich durch den Kanal tauchen hier oder so. Hallo. Kann ich mal wieder hoch jetzt? Hallo. Ich könnte sein, dass ich durch den Kanal tauchen muss. Bis dahin ja laufen können. Bitte lass es die Stelle sein, dass ich durch den Kanal tauchen muss. Ja. Bitte lass es das sein. Komm hier auch, kann ich eigentlich auch wieder aufstehen? Hallo? Totaler Schwachsinn, was ich hier gemacht habe. Scheiße. Oh Mann, ey. Das wird da wieder nix. Hau ab da jetzt. Kacke. Ist er jetzt weg? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll hier. Keine Ahnung. Das soll mir doch mal einer sagen hier. Ich weiß es nicht. Aber Leute, die Folge wird hier mir auch zu lang. Komm, jetzt steh da mal auf da. Ja. Also ich bin ein bisschen ratlos gerade. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Aber ich muss jetzt auch mal eine Runde Pause machen. Ja, ich merke ja, ich bin total angespannt. Ich rede ja auch total wenig. Sorry dafür. Wird das halt mal irgendwie so eine Schweigefolge oder so. Das gibt ja auch mal. Ja, ich muss echt sagen, ich habe es halt ein paar Tage nicht gespielt, habe ich schon am Anfang gesagt. Und dann ist halt echt, manchmal ist es schwierig, da wieder ranzukommen. Okay, ich gebe mein Bestes. Ich mache gleich noch eine Folge, aber mache an dieser Stelle jetzt erstmal einen Cut. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, ja, dass ihr trotz meiner Nicht-Redseligkeit dabei geblieben seid. Ja, und es vielleicht doch spannend fandet. Wir werden einen Weg daraus finden. Ich weiß es ganz genau. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag, einen geilen Morgen, eine super Nacht, was auch immer. Ja, und das, was ihr macht, genießt das und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben!